Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Will sich Helene Fischer für immer aus dem Rampenlicht zurückziehen? Ein aktuelles Statement sorgt für Spekulationen. Mag schon sein, dass ihr alles manchmal zu viel wird. Und mit ihrer selbstverordneten Pause hat Helene Fischer vielleicht erst so richtig Geschmack an der Freiheit gefunden. Denn gegenüber der deutschen Presseagentur machte der Superstar jetzt ein Schockgeständnis. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, irgendwann nicht mehr im Rampenlicht zu stehen, sagte die Sängerin, aus der großen Öffentlichkeit. Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme, gleichzeitig schob sie aber hinterher, ohne Musik. Niemals. Doch was heißt das denn jetzt? Will Helene nur noch für sich zu Hause unter der Dusche trällern? Oder ihrem liebsten Thomas Sittell, 34, ein Ständchen singen? Für ihre Fans wäre diese Vorstellung der reinste Albtraum. Aber eben nicht unmöglich. Denn von ihrer Abstinenz schwärmt sie regelrecht, die Auszeit hat mir sehr geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte mit den zwei großen Tourneen am Stück und der öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir. Ich genieße es dann sehr, mir die Zeit für mich und meine Lieben zu nehmen, die ich sonst oft nicht habe. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass ich überhaupt nichts tue, aber ich übernehme in dieser Zeit wieder die hundertprozentige Hoheit über meinen Terminkalender, ist ihr Bühnenabschied also greifbar. Sie meint, nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Sehen Sie sich das folgende Video an.